Alles automatische Selbstschussanlagen inzwischen. Genau da drüben ist auch mal einer ums Leben gekommen. Nicht, dass sich noch jemand groß aufregt darüber. Ich hab's gelesen. Genau am Jahrestag der Oktoberrevolution. Oder? Man kann den Sozialismus nicht für das verdammen, was in seinem Namen geschehen ist. Ich tue es. Und du weißt, ich habe mich jahrelang als Sozialisten bezeichnet. Und jetzt? Jetzt bezeichne ich mich gar nicht mehr. Aber das ist keine Antwort. Zwei sozialistische Staaten würde ich, glaube ich, erfolgreich nennen. Die Sowjetunion und das nationalsozialistische Deutschland. Aber lassen wir das, ich will dich nicht ärgern. Du schau mal, was ist denn das? Ein Eisvogel. Sieht man die noch oft hier? Hm, sehr selten. Da habe ich ja Glück gehabt. Gehen wir weiter, es wird kühl. Trotzdem, das Missgeschick ist gewaltig. Missgeschick? Das dem Sozialismus widerfahren ist, moralisch gesehen. Was haben Sie nicht alles in seinem Namen angestellt? Und genau die Ansicht teile ich nicht mehr. Wie viel Missgeschick ist denn zulässig? Dostojewski sagt von einer seiner Figuren, das Maß seines Missgeschicks sei geradezu unanständig. Und genau das gilt für mich vom Sozialismus. Du machst mir Sorgen. Aber nicht doch. Wie geht's denn deiner Schwester? Ihr Zustand wird sich nicht mehr entscheidend ändern. Ein tapferes Mädchen. Sie freut sich, dich zu sehen. Du bist wirklich besessen. Wieso? Ich fotografiere. Und vielleicht mache ich da was draus. Genau genommen habe ich es mir abgewöhnt, darüber nachzudenken. Gar nicht so schwierig. Sag mal, kann man hier in der Gegend was trinken? Ja, ja, es gibt hier eine ganz komische Kneipe. Gehört einem ehemaligen Berufsringer. Ringen habe ich auch schon mal eine Zeit lang betrieben. Ja, ich weiß. Das ist ein Anblick, den man sich nicht entgehen lassen darf, wenn man in Berlin ist. So. Aber Hagenbeck gefällt mir viel besser. Sowas wie hier, sowas wie eine Mauer, die gibt es in Hamburg nicht. Da muss man extra nach Berlin fahren. Ja, kommt her, Jungs, macht die Augen auf. Schaut sie euch an. Neulich waren wir in Mecklenburg, Verwandte besuchen. Und da hat man uns auch noch den Kopf abgerissen. Ich sage ja immer, sowas gibt's bloß einmal. Bestimmt. Jetzt machen wir noch ein schönes Foto. Ne? Komm, du wolltest ja mal durchgucken hier, nicht? Ich wollte mal da oben. Ja, da gucken wir oben. Hier, bitte. Zum ersten Mal? Ja. Ja. Entsetzlich, wie? Oh nein. Ich wollte Sie schon so lange sehen. Und ich bin begeistert. Jetzt habe ich mich endlich entschlossen und die Reise gemacht. Ich bin hinter einer Mauer geboren. Im Warschauer Ghetto. Und heute gibt's hier eine Mauer. Genauso hässlich, genauso nackt. Der Anblick tut mir sehr wohl. Ich bin nur traurig, dass er meinen Eltern nicht gegönnt war. Ich hätte sie für viel zu jung gehalten, um... Nein, ich sag... Steht doch mal stille! Verwachen ja alle Bilder bei! Lacht ihr euch denn überall? Ich hau euch aber jetzt ein paar an die Wäsche. Sowas, probier mal nach Hause. Sag ich euch. Nie wieder kommt ihr mit. Ihnen gefällt sie nicht? Nein. Mauern sind in meinen Augen eine Beleidigung für die Menschheit. Und wissen Sie, was diese hier ist? Sie ist eine Fortsetzung der Mauer, hinter der Ihre Eltern gestorben sind. Sie sind nicht im Ghetto gestorben. Man hat sie abgeholt. Ich kann mich nicht an Sie erinnern. Oh, ich versuche es manchmal. Das Gesicht meiner Mutter, die Augen meines Vaters. Aber es ist alles Einbildung. Ich habe keine Fotografie von Ihnen, wissen Sie? Wie ich noch so klein wäre wie ihr, da bin ich diese Mauer spielend hochgeklettert. Echt? Echt? Zweifelst du daran? Oh, mich wundert sowieso, dass ich viel mehr Leute den Versuch mache. Soll ich euch das beweisen? Ach, pass mal auf, du. Das reicht dein Vater was. Nee, ich lass das doch lieber. Ja, ist gut, muss jeder mal, ne? Vielleicht möchten Sie wissen, was ich hier in meinem Koffer habe. Ich sage es Ihnen. Oh ja, bitte? Eine Bombe. Und was haben Sie vor? Wollen Sie sie werfen? Noch nicht.
Ich warte noch auf jemand. Aber es ist eine richtige Bombe? Oh ja. Eine 5 Pfund schwere Bombe. Hören Sie mal, mit sowas macht man keinen Spaß. Als ob es nicht genug Leute gäbe, die Bomben werfen und auf andere Leute schießen. Sie haben völlig recht. Sowas. Komm, Kinder. Komm, lass uns gehen. Nur werfen Sie die Bomben an den falschen Orten. Und schießen auf die falschen Leute. Oder hat einer dieser Helden je daran gedacht, eine Bombe auf die Mauer zu werfen? Was geht nur in den Köpfen vor? Was ist denn schon wieder los? Ich kann doch gar nicht so. Aber es hätte doch nur symbolische Bedeutung, oder? Oh, ich möchte nicht, dass jemand verletzt wird. Und was wollen Sie damit erreichen? Eine Ruhestörung. Und auf wen warten Sie? Auf einen Fotografen, der muss jeden Moment kommen. Kannten Sie ihn? Ja, flüchtig. Aber ich wusste nicht, was mich erwartet. Ach, ich will eigentlich gar nichts. Wollen wir ins Kino gehen? Uns verstecken? Sind Sie ein Berliner? Oh ja. Nein, ich lebe in München. In München gibt es einen Park, der Englischer Garten heißt. Das Mädchen, mit dem ich lebe, ist Ihnen irgendwie ähnlich. Aber sie ist jünger. Ja. Warum, glauben Sie, hat er es gemacht? Um uns zu retten. Und? Hat er uns gerettet? Nein. Wie? Also, was möchten Sie sehen? Ich weiß nicht, was es gibt. Es ist mir egal. Alle Verbindungen mit Jerusalem sind unterbrochen. Auch unsere Korrespondenten in Haifa und Tel Aviv sind unerreichbar. Das gilt auch für die Korrespondenten aller anderen Rundfunkstationen und Nachrichtenagenturen. Von Fachleuten und in unterrichteten Kreisen werden die verschiedensten Vermutungen für das unheimliche Schweigen, das über dem Land liegt, ausgedrückt. Da im Augenblick keine weiteren bestätigten Nachrichten über das Krisengebiet vorliegen, setzen wir jetzt unser Musikprogramm fort. Werden es aber sowie neue Meldungen. Es musste ja so kommen. Warum? Warum? Das hast du aber noch nie gesagt. Oder doch? Ja, du hast. Was wird jetzt aus meiner Mutter? Wenn sie überhaupt noch lebt. Stell wieder an. Bitte. Was soll's denn auch Neues geben? Du wüsstest, was sie alles durchgemacht hat im Krieg. Sie war ja noch ein ganz junges Mädchen. Als der Krieg zu Ende war, hat sie meinen Vater geheiratet. Aber mein Vater war nicht gut zu ihr. Dann hat sie noch einmal geheiratet in Israel. Ich habe dir ja die Bilder gezeigt. Einen kranken Mann, den sie seitdem pflegen muss. Mach an, ich bitte dich. Es hat doch keinen Zweck.
Jetzt ist alles vorbei. Warum, Tom? Weil Israel ein Vorposten des Westens war. Weil die Russen nicht daran dachten, Ruhe zu geben, bis sie nicht Rache genommen hatten. Wofür? Oh nein, nein, nein. Warum müssen es immer die Juden sein? Nicht immer. Als nächstes sind wir an der Reihe. Was nützt mir das? Bitte, stell das Radio wieder an. Die Juden sind nur der Anfang. Ich hielt es im Moment für die Antiqua. Nein, wirklich nicht. Dummchen. Ja, ich weiß. Am passendsten wäre Wagner. Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Das habe ich nicht erwartet. Ich halte mir ja zugute, politisch nicht ganz ahnungslos zu sein, aber dass es so passieren würde, ohne einen einzigen Schuss, das überrascht mich doch. Ihr wolltet es ja so. Wir? Wer? Wir? Nee, ihr habt doch lang genug darauf hingearbeitet. Wir? Amerika war der Inbegriff alles Schlechten. Die Bundesrepublik, für die habt ihr in 30 Jahren nicht ein gutes Wort gefunden. Und die NATO war ein Instrument der Aggression. Die NATO. Wo ist sie? Na und? Wo sind sie denn? Unsere sogenannten Beschützer vom Erdboden verschwunden. Nein, Franz, Sie sind verdammt ungerecht, wirklich. Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Wir wollten den Sozialismus, das ja. Was haben wir nicht alles dafür getan? Und Sie haben ja auch links gewählt. Ich habe SPD gewählt, das ist doch... Und wir? Wir doch nichts anderes. Und unsere jungen Leute habt ihr in die Irre geführt. Also, was sind denn das für Reden? Aber dann fragen Sie aber mal Ihre Tochter, Franz. Was mache ich denn? Haben wir Föhn? Ich wüsste nichts, wofür sich Marxisten zu entschuldigen hätten. Und was? Aber es stimmt. Was? Niemand hat irgendjemand in die Irre geführt. Und was soll schon sein, Vater? Die Menschen in der DDR haben sie ja auch nicht gefressen. Ja, weil es immer noch uns gab, mein Kind. Der Kapitalismus war so oder so am Ende. Darüber waren sich doch wohl alle einig. Hin ist hin. Wozu noch großes Geschrei? Jawohl. Wir werden den Kommunismus von innen reformieren. Wenn die Produktionsmittel erst einmal in den Händen des Volkes sind, geht alles. Bravo. Und ist vielleicht irgendjemandem ein Haar gekrümmt worden bis jetzt? Langsam, langsam. Lass Ihnen doch Zeit. Nein, nein, verändern wird sich sicher manches. Und ein Schock ist es, oh ja. Und man fragt sich natürlich, wer ist schuld? Und ich komme zu dem Schluss. Wir. Der sogenannte Westen hat es sich selbst zuzuschreiben, ganz außer Frage. Ich bitte dich, Franz, das Kernwaffenpotenzial allein in Europa, 5000 Bomben und Raketen und was weiß ich, das Theater, das wir um Solzhenitsyn gemacht haben, wir haben sie provoziert, das ist doch einfach nicht zu leugnen. Und offenbar in der Annahme, dass ihre Geduld unerschöpflich ist, oder wie? Nein, nein, ein Wunder ist es nicht. Oh je, oh je, oh je. Was sagst du, Georg? Nachher kommt ein Freund von mir. Er hat immer gesagt, und jetzt sehe ich ein, er hatte recht. Wir hätten keinen Zentimeter nachgeben dürfen. Wann? Von Anfang an nicht. Nie. Ob Politik nicht ein bisschen komplizierter ist als Landwirtschaft, Georg? Georg hat einen Hof in Niedersachsen an der Elbe. Wen erwartest du? Tom? Ja. Ist das dieser Fotograf? Ja. Was will er denn? Ich weiß nicht, ob es in Zukunft sehr ratsam ist, mit solchen Leuten zu verkehren. Er will mir etwas bringen. Ich weiß nicht was. Du hast recht. Ganz und gar nicht ratsam. Herrgott doch mal! Georg! Ich habe versucht, meine Schwester in London anzurufen. Aber man kommt noch nicht wieder durch.
Der Schock sitzt uns noch in den Gliedern. Du hast es selbst gesagt, Rudi. Dass es eines Tages passieren würde, so oder so, war vorauszusehen. Heute Morgen hat eine Patientin, der ich einen Weisheitszahn ziehen musste, Gott hat das eine schwere Arbeit, gesagt, sie hätte sich, als sie vorhin durch die Stadt ging, in ihre Kindheitstage 1945 zurückversetzt gefühlt. Nur ohne Trümmer. Ich konnte diesen Burschen noch nie leiden. Er war einmal hinter meiner Inge her. Gott sei Dank ist nichts daraus geworden. Wie geht es hier denn? Nicht sehr berühmt. Schaut mal, was er mir gebracht hat. Guten Tag. Guten Tag. Das ist ein Eisvogel. Guten Tag. Den hat er geknipst, als er mich besucht hat und wir einen Ausflug an die Elbe gemacht haben. Ist der nicht schön? Sehr schön. Ich wollte dir die Fotos schon längst schicken, aber ja, du weißt ja. Schon wieder so lange her. Wann war das? Sind Sie kontrolliert worden unterwegs? Wir werden uns schon an die Lage gewöhnen müssen. Kann ich dir was zu trinken anbieten? War, dass Sie angefangen haben, die Leute aus den Wohnungen zu holen? Das ist nur ein Gerücht, nicht wahr? Nein, 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 nein. Also das ist viel zu pessimistisch. Nein, so kann ich den Film nicht machen. Den nimmt mir doch kein Sender ab. Erstens will das überhaupt niemand sehen und zweitens verwirrt das das Publikum. Ich meine, sind diese Szenen nun real? Sind sie irreal? Wo sind wir? An der Elbe. Na ja. Und entspricht das hier so als Motiv dem, was Sie sich als Autor für die erste Szene Ihres Films gedacht haben? Oh ja, durchaus. Sagen Sie, glauben Sie überhaupt, was Sie uns hier vorführen wollen? Ich meine, was glauben Sie überhaupt? Dass der Film überhaupt nicht gedreht wird. Wenn Sie es uns nicht zu schwer machen? Oh, ich finde es ja schon bewundernswert, dass Sie ihn überhaupt produzieren wollen. Ich will Ihnen mal was sagen. Wenn Sie ein deutscher Autor wären, käme das ganze Projekt nicht in Frage. Aha, aber ich habe Narrenfreiheit. Mhm. Dieser Reichenbach in Ihrem Film da, der wählt SPD, ja? Ja. Na und? Warum nicht? Ich auch. Ich wähle die SPD, die Zähne hat und die sie zu benutzen weiß. Dann werden wir uns wunderbar verstehen. Abgesehen davon, deutsche Innenpolitik ist nicht mein Thema. Und der Tom? Ist das so eine Art Selbstporträt? Ich schreibe über Menschen, die ich kenne, nie über mich. Außerdem als Fotograf bin ich ein hoffnungsloser Fall. Aber ich könnte etwas wärmen, das vertragen. Ich friere ein wenig. Hier ist ein ganz komisches Lokal in der Nähe. Das gehört einem Ringer. Oh? Mhm. Aber wir fahren mit dem Wagen. Ah. Na, hoffentlich haben Sie sich nicht verkühlt. Nein, nein. Und das Motiv? Das Motiv ist sehr gut. Die Landschaft unserer Zeit, wie? Das wäre vielleicht der bessere Titel. Ach, zu bedeutend. Nein? Danke schön. Bestellt haben wir Tee. Ich war immer so vermessen, in Paris Tee zu bestellen. Was da ankam, kann ich gar nicht beschreiben. In Paris habe ich meine erste Frau kennengelernt. Als Student ohne einen Pfennig in der Tasche. Stundenlang sind wir im Café du Flore gesessen. Wir drehen auch in Paris, ja? Nur die eine Szene. Und die gegenüber mit dem Margot. Was denn? Mein Lieblings-Links-Intellektueller vor einem Glasperlen. Die Zeit, Gegenwart, Vergangenheit, frag wegen der Kostüme. Sowohl als auch. Was heißt das? Erst eine zeitlose Ärsche? Er spricht Französisch. Er erzählt von seinen Erlebnissen. Er hat Schreckliches mitgemacht. Aber das kennen wir doch alles. Er sagt aber, es geht weiter und weiter. Wie heißt er? Grushin. Also schön, sagen Sie, mir soll er rüberkommen. Ich höre ihn mir an. Und Madeleine? Wer zurück? Sie haben ein zu weiches Herz.
Claudia. Also, Sie erheben Vorwürfe gegen die sowjetische Justiz. Ungerechte Behandlung, manipulierte Anklagen. Und Sie erzählen, dass die Menschen zu Tausenden verhungern und so weiter und so weiter. Wir kennen diese Geschichten. Einige sind wahr, andere treffen schon viel weniger zu. Und alle haben das eine gemeinsame Ziel, den ersten Bauern- und Arbeiterstaat zu desavouieren. Sie werden mir erlauben, dass ich im Namen von Descartes sehr skeptisch bin. Selbst wenn Fehler gemacht worden sind. Und es sind sicher Fehler gemacht worden, auch in Ihrem Fall. Erwarten Sie, dass wir es hinausposaunen und der Reaktion in Ihre schmutzigen Hände spielen? Dass wir gemeinsame Sache machen mit der Bourgeoisie, deren einziges Ziel es ist, die Sowjetunion mit Schmähungen zu überhäufen? Der Prozess, von dem Sie sprachen. Letztlich handelt es sich doch um eine Auseinandersetzung zwischen der UdSSR und dem Faschismus. Soll man sich davon gewissen, ja, zugegeben, irritierenden Aspekten verwirren lassen? Kirov fiel doch schließlich einem Anschlag zum Opfer, oder nicht? Also gab es eine Verschwörung. Das werden Sie doch nicht leugnen, hoffe ich. Eine finstere Verschwörung, die die UdSSR in ihrer Existenz bedrohte. Ja, Sinojew habe ich allerdings nie viel gehört. Sie fordern mich auf, meine Stimme gegen die Art und Weise der Führung dieser Prozesse zu erheben. Darf ich Ihnen zunächst dazu sagen, dass zahlreiche internationale Juristen, die als Beobachter dem vorangegangenen Prozess beigewohnt haben, nicht ihrer Meinung sind. Das Problem, ja, ich weiß, liegt in den Geständnissen und der Besonderheit dieser Angeklagten. Aber darf ich Ihnen zu bedenken geben, wessen diese Leute angeklagt sind? Des Versuchs, den Sozialismus abzuschaffen und den Kapitalismus wieder einzuführen. Ich fürchte, Sie haben sich da von gewissen Gedankengängen von Trotzki und seinen Anhängern verführen lassen. Das ist eine durchaus bewundernswerte Erscheinung. Aber er hat sich seinen klaren Blick durch persönlichen Groll trüben lassen. Bei Ihnen ist dasselbe. Wer hat denn auf Sie geschossen? Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Vielleicht waren Sie selbst. Das würde mich nicht überraschen. Das internationale Kapital muss sehr zufrieden sein mit Ihnen. Sie machen da dieses Theater, während die Arbeiterklasse Europas in tödlicher Gefahr ist. Wenn sich das Geschwür des Faschismus ausbreitet und ganz Spanien in hellen Flammen steht. Der französische Arbeiter wird Ihnen das nie vergeben, Monsieur Bukowski. Ja, man sehen. Ich soll Ihnen den Hitler-Stalin-Pakt erklären und wieso es kommt, dass die Sowjetunion die deutsche Kriegsmaschine zum Beispiel mit Öl versorgt, etc., etc., etc. Tja, was haben wir denn erlebt im Mai? Den Zusammenbruch der Dritten Republik und den Untergang unserer unbesiegbaren Armeen. Da haben Sie Ihre Antwort. Nur wurde nicht Frankreich geschlagen, sondern die Bourgeoisie. Und die französische Arbeiterklasse wurde nicht besiegt, die wurde verraten. Und die Sowjetunion, die hat durch ihre Freundschaft mit der Besatzungsmacht die französische kommunistische Partei nicht fallen gelassen. Im Gegenteil. Sie hat ihr Überleben gesichert. Und nun fragen Sie, warum die dann kamen, ihren Vater zu verhaften. Tja, Madeleine, wir leben in schwierigen Zeiten. Und darf ich Ihnen vor Augen führen, dass Ihr Vater nicht in Frankreich, sondern in Polen geboren ist. Und dass er seit langem für seine Genossen eine Quelle beträchtlicher Sorgen gewesen ist. Aber anzunehmen, dass seine Genossen ihn dann womöglich bei der Besatzungsmacht denunziert haben, Madeleine, ich bin erstaunt über Sie. Ist er gesprungen oder wurde er gestoßen? Sie sagen, er wurde gestoßen. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Ich bemühe mich, diese Dinge unvoreingenommen zu sehen. Ja, ich weiß. Ihr seid nicht die Ersten. Und ihr wundert euch, warum wir trotz unserer Kenntnis von der Existenz dieser Lager heute noch 5 Jahre nach Beendigung des Krieges, in dem die glorreiche Rote Armee dem teutonischen Biest die Eingeweide aus dem Leib gerissen hat. Warum wir trotz dieser Kenntnis schweigen und auch nicht davor zurückschrecken, eure Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Ich werde Ihnen die Antwort geben. Erstens, ich bin der Meinung, dass diese Berichte weitaus übertrieben sind. Zweitens, ich bin der Meinung, dass wir ein gefundenes Fressen sind für die amerikanischen Imperialisten. Und drittens, ich bin der Meinung, und das ist bei weitem der wichtigste Punkt, dass wenn das französische Proletariat nur die Hälfte dieser Berichte für wahr halten würde, es in tiefste Verzweiflung gestürzt würde. Khrushchev, ja. Nein, ich war nie ein Anhänger des Personenkults. Trotzdem, das Ausmaß der zutage getretenen Rechtlosigkeiten hat mich überrascht.
Viele treue Kommunisten sind zugrunde gegangen. Die Ereignisse in Budapest sind bedauerlich. Furchtbare Schuld haben ihre faschistischen Wegbereiter auf sich geladen. Bitte? Hab Sie nicht verstanden? Die Tschechoslowakei, die Geschichte mit den Juden. Wir beide, Madeleine, wir haben eine ganze Menge Hoffnungen zu Grabe getragen. Die Sowjetunion ist nicht mehr die moralische Kraft, die sie einmal war, wird es nie wieder werden. Ich bin zutiefst enttäuscht. Ja, ja, ein Ameisenvolk, eine Nation von Sklaven. 3000 Jahre Kultur zerstört und Konfuzius in den Schmutz getreten. Ich kenne all diese Sprüche. Sie, Maos China, das ist der gewaltige Triumph des Sozialismus und die Erfüllung all unserer Träume. Was Ihnen und Ihrer Familie in Phnom Penh passiert ist, das haben Sie dem französischen Kolonialismus zu verdanken. Und der korrupten Führung von Ihnen und der barbarischen amerikanischen Aggression. Die sozialistische Gerechtigkeit nimmt unbeirrbar ihren Lauf. Was ist? Wohin geht er? Wohin geht er? Ich wäre blind und ich wäre alt. Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Erobert sein. Mein Geld ist weg. Herr Ober, ich bin beraubt worden. Hallo? Was ist denn? Was mache ich denn jetzt? Ich rede hier immer und keiner versteht mich. Keiner hört mir zu. Ach Gott. Na, war das eine Reise wert? Naja, ich bin immer ganz gern in Paris. Haben Sie hier gelebt? Nein, außer in meiner Heimat nur in London und dort schon recht lang mittlerweile. Übrigens, wenn wir nach London kommen, müssen Sie ein paar von meinen Freunden kennenlernen. So, da kommen wir auch hin. Ja, ich habe noch einiges, was ich mir durchdenken möchte. Kommen Sie mit? Nein, ich bleibe noch einen Moment. Na schön, wie Sie wollen. Besonders der langsame Satz. Na, also die Coda sollten wir, glaube ich, noch einmal durchnehmen. Also ich kann nicht mehr, ich bin völlig erschossen. Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir. Diese Schule. Ich mache uns einen Kaffee. Heute war es wirklich ein Vergnügen. Du hast zu viel Energie. Ich weiß, das war schon immer mein Problem. Nehmen wir das nächste Mal den Schubert in Angriff. Wenn du dich traust, Julia. Schubert? Fabelhaft. Ist der Bratschenpakt schwer? Schwer? Das Richtige für Minderwertigkeitskomplexe. Soll ich dir helfen? Gern. Sag, Julia, hast du noch ein paar von deinen köstlichen Vanillekipferl? Die habe ich leider alle aufgegessen. Charles. Ich habe gar nicht gewusst, dass du zu Hause bist. Hallo, Charles. Hat's dir gefallen? Hast du zugehört? Du warst so leise, Liebling. Ich habe mir das Ende von Saigon angesehen. Ihr seid die einzigen Leute, die ich kenne, die ihren Fernsehapparat in der Küche haben. An jedem anderen Platz im Haus fände ich ihn unerträglich. Sie hatten gerade die ersten Satellitenbilder bekommen. Erwartet hat man's ja. Nur nicht so schnell. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Für alle Teile. Trinkst du einen Kaffee mit uns? Vor ein paar Tagen habe ich einen zauberhaften kleinen Beistelltisch gesehen. Angeblich 1830. Ich hätte mir so gern von dir sagen lassen, ob er echt ist. Jetzt wird man endlich wieder frei atmen können. Ich hole uns den Kaffee. Ich verstehe nicht ganz. Dieser Vietnamkrieg war doch ein Albtraum. Für wen? Für dich? Ich bitte dich. Jetzt brauchen wir uns doch nicht mehr herumzustreiten. Die Amerikaner sind besiegt. Dank dir und Leuten wie dir. Bitte, fang doch nicht schon wieder an. Also ein Phänomen. Alle Welt weiß, dass es sich um ein kriminelles Abenteuer handelt, nur ausgerechnet dein Mann. Der ist natürlich anderer Ansicht. Habe ich etwas gesagt? Was habe ich gesagt? Du bist hier hereingekommen und hast mich provozieren wollen. Nur gib's wenigstens zu. Ich darf schon nicht mehr in mein eigenes Zimmer kommen. Charles, bitte. Hugo ist es nicht gut gegangen in letzter Zeit.
Da ich mich noch sehr genau an die verheerenden Argumente erinnere, mit denen du Nixon verteidigt hast, werde ich jetzt doch nicht den Mund halten. Diese korrupten Südvietnamesen, Thieu und Ki, um die ist schad? Denen wird wer eine Träne nachweinen? Ich habe vorhin zugesehen, wie es dunkel wurde über einer ganzen Nation, wie die kommunistischen Heuschreckenschwärme wieder in einen Teil der freien Welt eingefallen sind. Mit Mozart-Untermalung. Aber du siehst überall nur noch Kommunisten. Jawohl, im Fernsehen und im eigenen Haus. Charles, mir tun sie ja auch leid, die Vietnamesen. Aber wie soll man sagen, was sie wirklich wollten? Was interessieren Ihnen die Vietnamesen? Sie sind ja keine Juden. Angefangen haben diesen Krieg die Amerikaner. Ich wollte, es wären Bilder aus Tel Aviv gewesen. Da hätte man nämlich das wahre Gesicht des Dr. Hugo Kranz zu sehen bekommen. Während des Yom Kippur-Krieges habe ich dich nichts nicht verfluchen hören. Warum eigentlich nicht? Charles, wenn du noch weiter antisemitische Bemerkungen machst, verlasse ich das Haus. Ich schwöre es dir. Deswegen ist er doch hereingekommen. Ich kenne ihn doch. Wenn man einen Juden nennt, ist das Antisemitismus. Nein, natürlich nicht. Aber ich bin kein Kommunist. Ich argumentiere im Namen der Humanität. Wer kauft schon den Ladenhüter? Ich mache uns jetzt Kaffee. Wir hatten einen so schönen Abend. Du bist unmöglich, schrecklich und du wirst immer schlimmer. Ich schäme mich wirklich für dich. Mit meinem Bruder hat er dasselbe gemacht. Als ihr in München wart? Ja, und als Rudi uns hier besucht hat. Sie haben nicht einmal miteinander gesprochen eine Zeit lang. Er ist entsetzlich aggressiv und eifersüchtig. Eifersüchtig auf meine Musik, eifersüchtig auf Hugo. Er hätte nicht anfangen sollen mit diesem Antiquitätengeschäft. Seither ist er bissig und gereizt wie ein alter Mann. Es läuft auch nicht besonders gut, glaube ich. Es tut mir leid, aber antisemitische Äußerungen nehme ich einfach nicht hin. Er geniert sich nicht einmal vor Desmond. Aber was er über den Kommunismus sagt, also den Tick hat er ja schon immer gehabt. Na soll er doch. Von mir auch. Weißt du, er hat schon immer... Also, Hugo meint, es ist pathologisch. Er gehört auf die Couch. Hast du ihm das mal gesagt? Du, er ist wirklich verrückt. Und sein Vater war es auch. Du nicht, Gott sei Dank. Hallo. Komm, nimm dir Kuchen und Milch ist im Eisschrank. Ich finde, wir haben solche Fortschritte gemacht, dass wir bald ein Konzert geben können. Vor Freunden natürlich nur. Zu Ehren von Ho Chi Minh. Zum Gedächtnis an Ho Chi Minh. Dort würden sie dich an den Seiten deiner Fiedel aufhängen. Also noch ein Wort und ich lasse alles fallen. Mein Vater ist ein Exzentriker. Er ist eine Kapazität auf seinem Gebiet, wie? Oh ja. Und er hat so eine unheimlich sinnliche Nase. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ihren Onkel schätzt er wenig. Als mein Onkel sehe ich Rudi Reichenbach eigentlich gar nicht. Das letzte Mal sind sie sich richtig an die Gurgel gefahren, die zwei. Weiß man das auch in München? Nein. Mein Vater hat ihm zwei Vorderzähne eingeschlagen. Ach, das sind die zwei Krummen, die mein Vater ihm gemacht hat. Ich wusste nur von einem Unfall. Worüber entstand denn der Streit? Politik. Politik? Aber Ihr Onkel ist doch Sozialist. Sogar sehr links für einen alten Mann. Ich meine, für einen Mann seines Alters. Naja, das ist es ja. Mein Vater ist es nicht. Was? Sozialist. Ganz im Gegenteil. Wie? Faschist? Nein, ich glaube nicht. Aber was dann? Naja, das ist die Frage. Aber dann kann er doch nur Faschist sein. Er ist ein Exzentriker. In Deutschland kriegen Sie damit nicht recht. Wir finden jeden, der nicht Sozialist ist, indiskutabel. Sind Sie Marxist? Nein. Was dann? Auch ein Exzentriker? Ach was. Ich will ja gar nichts zu tun haben mit Politik. Sind Sie schwul? Ich glaube nicht. Wann fängt das Konzert an? Wollen wir zu Fuß gehen? Es dauert eine halbe Stunde. Ist
die Blume nicht schön? Ich male. Ich auch? Ein bisschen. Theaterdekoration. Ich lebe davon. Wenn mein Vater wieder mal nach Deutschland reisen muss, werde ich mich anhängen. Dann zeige ich Ihnen München. Soll ich Ihnen sagen, was ich vor allem sehen möchte? Was? Das Museum mit den Kandinskis. Wenn die Welt Leuten wie Ihnen überlassen wäre... Würde zumindest nichts Furchtbares passieren. Gar nichts würde passieren. Wäre das so schlimm? Wieder natürlich. Das wär's. Das wird wahrscheinlich das erste Bild. Aber vielleicht fange ich noch früher an. Mit Marx Grab in Highgate oder mit der Place de la Bastille. Um 2 Uhr geht dein Schiff nach Stockholm. Wollen wir das nehmen? Nur wenn ich nicht aufpasse, dann wird's vielleicht noch Jerusalem. Mit Jesus durchs Osttor einreitend. Ich möchte so gern zu meiner Mutter fahren. Dänemark gefällt mir. Was schleppst du mich nach Schweden? Ich will die Fratze der Heuchelei fotografieren. Ich verstehe von alledem nichts. Ich laufe dir weg und fahre zu Mama. Was soll das Ganze eigentlich werden? Frag nicht, da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Meine Mutter hat immer gesagt, heirate bloß keine Nichtjuden. Wir sind nicht verheiratet. Stimmt. Was war hier? Behandle mich nicht wie ein Kind. Ich sag's dir gleich. Die Dänen genießen eigentlich überall Achtung. Verdienen sie es? Schwer zu sagen. Im Krieg gab es Betragensnoten. Die Dänen hatten, soviel ich weiß, eine 1 mit Stern. Und wer hatte 6? Die Schweden. Du bist so intolerant. Furchtbar. Ich verstehe nicht, wie man so intolerant sein kann. Ich sag dir, was das Ganze werden soll. Eine Dokumentation. Mit Bildern, Informationen, Fragezeichen. Die Geschichte einer Krankheit. Also was war hier? Hier? Hier fand eine Verschwörung statt. In diesem Haus wurde die Idee ausgeheckt, Russland mit dem Bacillus zu infizieren. Kümmern wir uns um das Schiff? In diesem Haus besuchte Parvus, ein steinreicher Revolutionär, den damaligen deutschen Gesandten in Dänemark, Brockdorf Rantzau. Die Dienste, die ich Ihrem Lande seit Kriegsbeginn erwiesen habe, durften für sich sprechen. Deutschland ist mein Patria ex patria. Mit diesem Exkurs wollte ich Exzellenz nur versichern, dass mein Rat, meine Empfehlung einzig und allein dem Ziele dient, den deutschen Waffen im gegenwärtigen Konflikt zu einem alsbaldigen Sieg zu verhelfen. Was ist die Empfehlung? Ich empfehle die bolschewistischen Führer aus der Schweiz, wo sie sich gegenwärtig befinden, in einem blombierten Zug nach St. Petersburg zu bringen. Nur die Bolschewisten können das russische Heer entwaffnen. Ich möchte wirklich zu meiner Mutter. Wirklich. Ich hätte sie diesen Sommer besuchen sollen. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Du kannst doch von Stockholm aus fliegen. Wärst du mir sehr böse? Nein? Nein. Oder? Aber... Ich werde es tun. Mein Großonkel hat mir geschrieben, dass er mir das halbe Ticket bezahlt. Das kriegen wir schon. Ich weiß auch nicht, warum ich mir in letzter Zeit so viele Gedanken um sie mache. Du? Weil du ein geborener Angsthase bist. Ja, vielleicht. Dabei ist hier alles so friedlich. Ist das unseres? Ich weiß nicht. Wieso sind Sie so sicher, dass die Bolschewiken das tun werden? Weil ich sie kenne. Die Missstimmung in der Armee ist ihre Trumpfkarte. Und nur sie sind bereit, sie auszuspielen. Sie kalkulieren ein, dass in Russland Chaos ausbricht, aber sie wollen die Macht. Und die erreichen sie nur durch die Revolution. Und die Revolution erreichen sie nur durch den Zusammenbruch der russischen Armee. Deshalb werden sie auch von ihnen den Frieden kriegen.
Aber warum sollten Sie einen Sieg Deutschlands wünschen? Sehen Sie, Exzellenz, einige unter Ihnen sind wie ich selbst germanophil. Als Juden lieben sie Kultur. Und die Heimstätte der Kultur ist Deutschland. Für Frankreich haben sie nicht viel übrig, für England haben sie nicht viel übrig. Aber wie auch immer, sie sind der Überzeugung, dass die Revolution, wenn Sie mir die Offenheit erlauben, einmal begonnen, auf Deutschland überspringen wird. Glauben Sie das auch, Herr Helfand? Nein. Was ich glaube, was glaube ich denn? Ja, ich glaube, dass die deutsche Sozialdemokratie, wie alles made in Germany, am Ende triumphiert. Ich werde den Vorschlag an meine Regierung weiterleiten. In der Tat, es besteht eine Übereinstimmung der Interessen zwischen Ihnen und uns. Ich nehme an, dass die Regierung seiner kaiserlichen Majestät die Revolution des Herrn Lenin in Russland finanzieren wird. Die Schweden haben den höchsten Lebensstandard der Welt. Und was ist das Geheimnis solchen Wohlstandes? Ihre Sozialdemokratie? Nein, ihre Kugellager. Ihre Kugellager haben zum Beispiel die deutsche Wehrmacht im Rollen gehalten. Gegen entsprechenden Preis natürlich. Neutralität ist etwas Fabelhaftes. Inzwischen sind sie ausgemachte Weichärsche allen kommunistischen Tyranneien gegenüber und für den Westen eine Geißel. Und sie reißen im Gegensatz zu den Schweizern unaufhörlich ihren Mund auf. Oh. Was denn? Ah, was reingeflogen. Warte. So. Hast du's? Ich hoffe, das Ganze wächst sich nicht zu einem Stück Propaganda gegen die Sowjetunion aus. Im Augenblick habe ich ein wenig den Eindruck. Oh, bestimmt nicht. Wir setzen uns nicht mit der Sowjetunion auseinander. Der Film handelt ausschließlich von uns. Außerdem habe ich gewisse Bedenken wegen einiger Äußerungen über die Juden. Ja, das verstehe ich. Ich gebe Ihnen recht, die ändere ich noch. Und im Übrigen, lieber Freund, sind Sie fair? Ich meine, wegen Schweden und so weiter. Nein. Ich glaube, nein. Ich habe mir selbst schon die Frage gestellt, bin ich fair? Ich hoffe, in den konkreten Einzelheiten genau zu sein. Aber fair. Man muss fair zu Herrn Hitler sein. Auf einer Kriegsratskonferenz in London wurde der Gedanke erörtert, einen Anschlag auf Hitlers Leben zu unternehmen. Aber Churchill erhob Einspruch. Er hielt es nicht für fair. Oh, ich bewundere Churchill. Aber nicht deswegen. Was für ein schöner Tag. Aber den Versuch, fair zu bleiben, sollten wir doch machen. Letzte Frage. Wohin bewegen wir uns? Bewegen wir uns überhaupt? Oh, im Augenblick bewegen wir uns auf eine Party in London zu und später wird ein großes Fest in München stattfinden, auf dem wir die ganze Gesellschaft tanzen lassen. Also wenigstens die Art von Bewegung. Und noch viel mehr. Zum Schluss bleibt sozusagen kein Stein mehr auf dem anderen. Sehen Sie? Das alles. Das war einmal Wald. Wie nennen Sie das? Schnecken. Schön. Was, Dolly? Fabelhaft. Ein Freund hat mir gesagt, ich soll Sie aufsuchen. Jim. Jim Caboso. Ich kann mich im Augenblick nicht erinnern, aber vielleicht wissen Sie, was er gekauft hat. Tatsache, er hat gar nichts gekauft, nicht ein verdammtes Stück. Aber er erzählt, wie großartig Sie sie unterhalten hätten. Es muss auf dem Höhepunkt von Watergate gewesen sein. Er hat erzählt, Sie seien der einzige Bursche in ganz Europa gewesen, der nicht Anti-Nixon war. Er reist viel herum, er ist bei IBM. Ich also fort. Wie der Ex-Präsident. Danny Seyfort. Und ich bin Dolly.
Mein Mann meint nicht so sehr anti-Nixon. Nixon hat ja das amerikanische Volk belogen. Er meint anti-amerikanisch. Wir sind nun schon einige Male hier gewesen. Und die amerikafeindliche Einstellung, auf die man immer wieder stößt, ist doch einfach unglaublich. Amerika kann doch tun und lassen, was es will. Es ist von vornherein falsch. Mein Mann regt sich immer schrecklich darüber auf. Immerhin hat er im Krieg für Europa gekämpft. Er kann sich da nicht so richtig ausdrücken, wissen Sie. Ich gebe meinen pro-amerikanischen Gefühlen mit Vergnügen Ausdruck, aber was hilft es? Hast du gehört? Das ist eine Hilfe. Sie müssen wissen, unsere Tochter ist mit Gilbert Mann verheiratet, dem Londoner Korrespondenten. Sie haben sicher von ihm gehört. Eben. Sie geben heute Abend eine Party. Und alle Ihre smarten, liberalen Freunde werden da sein. Bitte, Mr. Ball, kommen Sie mit uns. Sprechen Sie für Amerika. Sie können gern Ihre Freundin mitbringen. Oder Ihre Frau. Ich will Ihnen mal sagen, Schatz. Ich darf doch Schatz zu Ihnen sagen. Der Stuhl gefällt uns sehr gut. Welcher? Der hier. Hab ich recht, Dolly? Ja, der Stuhl ist fantastisch. Werden Sie kommen, Mr. Ball? Mein Mann würde sich schrecklich freuen. Oder wie wäre der? Dolly, sieh dir den noch einmal an. Es tut mir leid, der ist schon verkauft. Oh, wie schade. Der geht nach Deutschland. Tatsächlich. Eine besondere Gelegenheit. Werden Sie kommen, Mr. Ball? Er hat mir schließlich nur noch leid getan. Was? Doch, wirklich. Ich hatte nie was gegen ihn, aber es musste sein. Um Amerikas, um der Wahrheit willen. Der arme Kerl. Am Ende war er nur noch ein Wrack. Ich sag's ganz offen, als ich mein Buch in den Händen hielt, kamen mir die Tränen. Aber wie ich höre, haben wir einen Nixon-Anhänger unter uns. Ist er das? Das ist wunderschön. Ich habe vor gar nicht so langer Zeit ein ähnliches gesehen, aber es war nicht annähernd so gut erhalten. Ist das ein Familienstück? Nein, nein. Gilbert hat es vor ein paar Jahren bei Christie gekauft. Es war so eine Art Hochzeitsgeschenk, das wir uns gegenseitig gemacht haben. Sagen Sie, haben Sie ihn wirklich in den Teppich beißen sehen? Wirklich? Ich habe Nixon verziehen. Es war eine ungeheure Erfahrung. Haben Sie gehört? Hat Ihre Freundin auch mit Antiquitäten zu tun? Nein, sie ist Sozialbetreuerin. Ach, kümmern Sie sich um Problemfamilien? Paulina arbeitet im Krankenhaus. In einer Kinderklinik. Sind das schwierige Fälle, also im Allgemeinen? Ja. Haben Sie selber auch Kinder? Nein. Und es gibt ganz hoffnungslose Fälle. Ja, sicher. Ich habe 3 Kinder. Chrissy ist 11, Tamsin ist 7 und Daniel ist 4. Paulina muss früh aufstehen. Wir werden bald gehen. Ach, aber Sie müssen einmal wiederkommen, wenn hier nicht so viele Menschen sind. Heute ist es so laut. Ja? Ja, aber bitte wirklich, ja? Mr. Ball? Ja? Mein Name ist Sturz. Ich bin ein Freund der Wodiceks. Ah, das sind nette Leute. Er ist ein schrecklicher Reaktionär, aber sie ist sehr nett. Sie haben mir von ihnen erzählt. Ich besitze eine Karaffe aus böhmischem Glas, die ich ihnen gerne zur Begutachtung geben würde. Ich verstehe nichts vom Glas. Oh, dann war das ein Missverständnis. Es muss ein Missverständnis gewesen sein. Ja. Ja. Warum hast du ihn so schlecht behandelt? Weil ich die Wodiceks gern habe und weil mir seine Krawatte nicht gefällt. Ich bin schon lange weg. Ich bin glücklicher. Danka und ich, wir sind glücklicher. Mein Gott, haben wir uns damals, 68, aufgeregt. Wir konnten nicht mehr essen, wir konnten nicht mehr schlafen. Wir haben an dich gedacht. Du warst doch einer der Prominenten. No. Ja, dein Name kam in den Nachrichten. Wir haben natürlich immer gewusst, dass du in der Partei warst. Aber ich habe immer gesagt, Jan Jarda Sturz, er ist ein tiefes Wasser. Oh. Wir können das nicht beurteilen. Und als dann Dubček kam und du für Dubček warst, also, kann er kein Kommunist sein. Hier, nimm was. Ich habe ihn selbst gebacken. Hm? Danke. Hm. Ach, wenn ich daran denke, wie er immer kam und immer hungrig war. Aber er hat sich nicht für mich interessiert. Er hat sich für meine Schwester interessiert. Wir haben gehört, dass du einen Lehrstuhl für politische Wissenschaften bekommen hast.
Sind die Engländer nicht wunderbar? Victor studiert in Cambridge. Wie alt ist er inzwischen? 21. Warum besuchst du uns erst jetzt, Jarda? Was studiert er? Geschichte. Das hat die Tschechoslowakei ausgelöst. Gut, gut. War er schon einmal dort? Nein, wir hielten es nicht für sicher. Er ist ja schließlich drüben geboren und er könnte in Schwierigkeiten geraten. Aber du wirst es nicht glauben, er ist Marxist. Mein Sohn, wenn du die Menschen nie auslernen. Sie geraten sich auch manchmal furchtbar in die Haare, Karel und Viktor. Na ja, weißt du, ich kann doch nicht zu allem den Mund halten. Das freut mich zu hören. Weißt du, Jarda, dass ich immer noch das Bild deiner Mutter habe? Das würde ich gerne sehen. Gemütlich ist es bei euch. Nur gemietet. Du hast gesagt, es freut dich zu hören, dass Viktor Marxist ist. Wieso? Er ist jung. Lass ihn sein, was ihm gefällt. Ich bin's auch. Ist euch das neu? Schmeckt's, ja? Hör mal, was soll das heißen? Was willst du damit sagen? Wenn du heute wieder zurück dürftest, würdest du weitermachen? Weitermachen? Womit? Hast du meine Aufsätze nicht gelesen? Doch, doch. Wir beide? Ich habe nichts verstanden. Man hat mich hinausgeworfen, weil ich Sozialist bin. Was die dort jetzt praktizieren, ist eine Perversion des Sozialismus. Wenn wir zurückkehren, werden wir den wahren Sozialismus wiederherstellen. Und wer sagt, welches der wahre ist? Wir wollen die Zeiger der Uhr nicht zurück. Wir wollen sie vorstellen. Die verdammte Uhr ist kaputt. Ich bin schließlich Uhrmacher. Ich weiß, dass du Uhrmacher bist, Karel. Er muss sehr hart arbeiten in seiner Firma. Schau, Karel, er trägt immer noch die Uhr, die du ihm in Prag repariert hast. Und die Freiheit? Freiheit, das ist ein so vages Wort. Es geht um die Freiheit in einem sozialistischen System. Darunter kann ich mir nichts vorstellen. Einer demokratisch-sozialistischen Gesellschaft. Das war doch der Sinn des Prager Frühlings. Ich denke, darüber sind sich alle einig. Das ist nicht genug. Was? Wofür plädierst du? Ich hole ihm jetzt das Bild seiner Mutter. Ich denke, du hast Dubčeks Ziele gebilligt. Ich mochte Dubček. Sein Gesicht. Hast du dir wirklich vorgestellt, dass wir den Kapitalismus zulassen würden? Hast du das gedacht? Dass wir die Imperialisten hereinlassen würden? Er streitet mit Viktor genauso entsetzlich. Das wundert mich nicht. Es ist die alte Leier. Ich kann es nicht mehr hören. Ach, wir haben Jarda so lange nicht mehr gesehen. Was habe ich denn gesagt? Was habe ich denn getan? Ist dieses Land nicht fantastisch? Ist der ganze Westen nicht fantastisch? Sie lassen sie herein und geben ihnen Lehrstühle. Sie lassen sie schalten und walten. Was willst du deinen Studenten denn beibringen? Wie sie auch noch den Rest der Welt ruinieren können? Habt ihr nicht genügend in der Tschechoslowakei angerichtet? Ihr? Auslernen. Sie geraten sich auch manchmal furchtbar in die Haare, Karel und Viktor. Na ja, weißt du, ich kann doch nicht zu allem den Mund halten. Das freut mich zu hören. Weißt du, Jarda, dass ich immer noch das Bild deiner Mutter habe? Das würde ich gerne sehen. Gemütlich ist es bei euch. Nur gemietet. Du hast gesagt, es freut dich zu hören, dass Viktor Marxist ist. Wieso? Er ist jung. Lass ihn sein, was ihm gefällt. Ich bin's auch. Ist euch das neu? Schmeckt's, ja? Hör mal, was soll das heißen? Was willst du damit sagen? Wenn du heute wieder zurück dürftest, würdest du weitermachen? Weitermachen? Womit? Hast du meine Aufsätze nicht gelesen? Doch, doch. Wir beide? Ich habe nichts verstanden. Man hat mich hinausgeworfen, weil ich Sozialist bin. Was die dort jetzt praktizieren, ist eine Perversion des Sozialismus. Wenn wir zurückkehren, werden wir den wahren Sozialismus wiederherstellen. Und wer sagt, welches der wahre ist? Wir wollen die Zeiger der Uhr nicht zurück. Wir wollen sie vorstellen. Die verdammte Uhr ist kaputt. Ich bin schließlich Uhrmacher. Ich weiß, dass du Uhrmacher bist, Karel. Er muss sehr hart arbeiten in seiner Firma. Schau, Karel, er trägt immer noch die Uhr, die du ihm in Prag repariert hast. Und die Freiheit? Freiheit, das ist ein so vages Wort.
Es geht um die Freiheit in einem sozialistischen System. Darunter kann ich mir nichts vorstellen. Einer demokratisch-sozialistischen Gesellschaft. Das war doch der Sinn des Prager Frühlings. Ich denke, darüber sind sich alle einig. Das ist nicht genug. Was? Wofür plädierst du? Ich hole ihm jetzt das Bild seiner Mutter. Ich denke, du hast Dubčeks Ziele gebilligt. Ich mochte Dubček. Sein Gesicht. Hast du dir wirklich vorgestellt, dass wir den Kapitalismus zulassen würden? Hast du das gedacht? Dass wir die Imperialisten hereinlassen würden? Er streitet mit Viktor genauso entsetzlich. Das wundert mich nicht. Es ist die alte Leier. Ich kann es nicht mehr hören. Ach, wir haben Jarda so lange nicht mehr gesehen. Was habe ich denn gesagt? Was habe ich denn getan? Ist dieses Land nicht fantastisch? Ist der ganze Westen nicht fantastisch? Sie lassen sie herein und geben ihnen Lehrstühle. Sie lassen sie schalten und walten. Was willst du deinen Studenten denn beibringen? Wie sie auch noch den Rest der Welt ruinieren können? Habt ihr nicht genügend in der Tschechoslowakei angerichtet? Ihr? Was heißt ihr? Karin, bitte nicht. Bitte. Oh, Jarda, nicht gehen, bitte. Ich bin erstaunt über dich, Karel. Aber Gott sei Dank findet man diese Haltung unter den Jungen nicht mehr. Ich sage es ungern. Aber ob Uhrmacher oder nicht, für euch beide scheint die Zeit offenbar stehen geblieben zu sein. Du wärst das gefundene Fressen für die Stalinisten. Seht euch den Karel Woriček an, würden sie sagen. Die Konterrevolution blüht und gedeiht in London. Ich wollte dich noch nach so vielem fragen, was noch alles passiert ist. Frag ihn, warum er zu uns gekommen ist. Das will ich dir sagen. Zum ersten Mal seit 15 Jahren ist meine Uhr stehen geblieben. Ich hatte gehofft, du würdest sie mir reparieren. Ist er öfters so? Oft nicht, Gott sei Dank. War er schon in Behandlung? Nein, so weit ist es noch nicht gekommen. Du denkst an deine Freunde in den sowjetischen Anstalten, wie? Ja, da war immer Kommunist. Das kannst du ihm nicht plötzlich zum Vorwurf machen. Wir haben ihn eben so lange nicht gesehen. Jetzt werden wir ihn nie wiedersehen. Dein Kuchen hat ihm geschmeckt. Er kommt schon wieder. Das Heilmittel, das Trotzki und Lenin gefunden, die Beseitigung der Demokratie überhaupt, ist noch schlimmer als das Übel, dem es steuern soll. Freiheit, nur für die Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden. Sie hat es nur gesagt, Rosa Luxemburg meine ich, weil sie eifersüchtig auf Lenin war. Wenn sie an die Macht gelangt wäre, hätte sie genauso gehandelt wie er. Wo ist Ruth? Zurzeit in Israel. Schön. Ich mag sie, ein nettes Mädchen. Ich wollte schon lange nach ihrer Mutter sehen, hat sie immer wieder aufgeschoben. Jetzt hat sie es gepackt, kurzerhand von Schweden aus. Was habt ihr eigentlich in Schweden gemacht? Fotos für meine Materialsammlung. Und, wie weit bist du gekommen? Interesse verloren oder was? Sag doch. Ich fand plötzlich, wenn die Welt sie so dringend haben will, die Kommunisten, dann soll sie doch. Was machst du eigentlich jetzt? Ich nehme Jobs an, wo und wie immer sie sich ergeben. Wie vorher auch. Ist eigentlich eine Schande. Nach dem Tod von Lilly, als ich nichts und niemanden mehr sehen wollte, warst du übrigens die einzige Ausnahme. Warum hast du dich nicht gerührt? Ich habe so furchtbar ausgesehen. Und ich hatte Angst, ich würde gleich wieder zu heulen anfangen.
Auf der Fahrt nach Stockholm. Wir sind ja mit dem Schiff raufgefahren von Kopenhagen. Da stand ich einmal an der Reling und da hörte ich plötzlich eine Stimme. Thomas, Thomas, Thomas. Der große Gott Marx ist tot. Ich war tief erstaunt, das hatte ich nicht erwartet. Und ich dachte, na fabelhaft. Und ich meine, es stimmt ja auch. Aber als das Schiff in den Hafen einfuhr, da war es mit meiner Euphorie wieder vorbei. Und ich dachte, das ändert jetzt auch nichts mehr. Aber du hast doch genügend zu tun. Ja, ja, ja. Für meine Bedürfnisse reicht es. Ich habe schon 2 Jahre lang nicht mehr wirklich gearbeitet. Ja, wovon hast du gelebt? Von Helmut. Was hast denn du da? Komm mal. Du hast so viel Geschmack. Ruth. Ruth ist ein Kind. Sei doch froh. Weißt du, wem die gehört hat? Hm? Lilly. Ich trage den Schmuck meiner Tochter. Was ist denn das? Stockholm? War das das Haus? Ich weiß nicht. Aber eines Widers war es bestimmt. Also nicht authentisch, aber trotzdem wahr. Hm. Lenin verliebt. Sie war die große Liebe seines Lebens. Inessa Armand. Er traf sich mit ihr, wann immer sich die Gelegenheit bot. Sogar zur schlimmsten Zeit des Bürgerkrieges. Als sie starb, war er untröstlich. Von dir habe ich zum ersten Mal den Namen gehört. Ja? Ich erinnere mich nicht. Clara Zetkin. Sie hat Lenin in Moskau besucht. Dort hat er immer wieder mit ihr über die sogenannte Frauenfrage gesprochen. Ich lese dir mal vor, was er gesagt hat. Unter anderem: Die Zügellosigkeit des sexuellen Lebens ist bürgerlich. Die Prostituierten sind bedauernswerte Opfer der bürgerlichen Gesellschaft. Wir wollen alles hassen, jawohl, hassen und beseitigen, was die Arbeiterin, die Frau des kleinen Mannes, ja in mancher Beziehung auch die Frau der besitzenden Klasse quält. Und jetzt ein Telegramm. An den Genossen Fjodorow, Vorsitzenden des Sowjets in Nizhny Novgorod. Benutzt alle zur Verfügung stehenden Mittel. Organisiert umgehend Massenterror. Die Hunderte von Prostituierten, die unsere Soldaten korrumpieren, erschießen lassen oder deportieren. Sofortige Ausführung ist entscheidend. Bei dem Terroranschlag waren 3 Tote und 7 Verletzte zu beklagen. Davon 3 Araber und 2 Kinder arabischer Herkunft. Der Autobus wurde total zerstört. Von den 3 Tätern konnte einer gefangen genommen werden. Einer erlag seinen Verletzungen, nachdem ihn unsere Polizei gestellt und angeschossen hatte. Nach dem 3. wird noch gefahndet. Sie können uns nicht in Frieden leben lassen, diese Banditen. Sie können nicht einmal untereinander Frieden halten. Wie kann die Welt zusehen? Aber du warst doch selbst ein Revolutionär. Wie oft hast du mir das erzählt, Großonkel? Was für Sachen du sagst. Diese Leute sind Mörder. Ich war Kommunist. Aber du hast doch auch geglaubt, Terror ist nötig. Bei uns gab es keinen Terror. Die Faschisten, die haben mit Terror gearbeitet, wir nicht. Aber Großonkel, was haben denn Lenin und Trotzki getan? Und andere Kommunisten? Um die Revolution zu verteidigen. Och, du bringst ja alles durcheinander. Und warum sollten die Araber nicht ihre Revolution verteidigen? Verteidigen? Diese Leute, die töten unschuldige Frauen und Kinder. Du misst mit zweierlei Maß, Großonkel. Was behauptet sie denn da? Weißt du denn, wie die Verhältnisse waren in Polen und in den anderen Ländern vor dem Krieg? Alle Juden waren für den Kommunismus. Und kaum hatten sie ihren Kommunismus, wurden sie verjagt. Das verstehe ich einfach nicht. Kommunismus ohne Juden gibt's überhaupt nicht. Was ist das dann, was Sie drüben haben? Etwas anderes. Na, was macht sie denn? Setz sie dir wieder zu, Onkel. Lass ihn doch in Frieden. Warum spielt ihr nicht eine Partie Dame? Wir haben. Sie hat gewonnen. Sie ist ein unruhiger Geist. Ja, ja, ja.
Wenn sie nur endlich etwas gefestigter würde. Sprich mit ihr, Onkel, aber nicht über Kommunismus. Wer will davon was wissen? Warum heiratet sie nicht? Irgendeinen netten jüdischen Jungen, einen Arzt oder einen Anwalt. Ja, also, könnte auch was anderes sein, von mir aus. Er gefällt mir ja, dein Tom. Aber wohin soll das alles führen? Wer ist Tom? Ihr Freund in Deutschland. Was macht er? Er ist Fotograf. Was fotografiert er? Hauptsächlich die Berliner Mauer. Davon kann man leben? Er verdient genügend. Ich muss ihn jedenfalls nicht aushalten. Um ihn mache ich mir auch keine Sorgen. Um dich mache ich mir Sorgen. Ach was, du willst ja bloß Enkelkinder. Was daran auszusetzen? Hast du nicht schon mehr als alle Hände voll zu tun? Deinen Mann versorgen, Großonkel versorgen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. All diese nutzlosen Männer. Ich will keine Kinder. Früher, da wollte ich immer hoch hinaus. Aber ich bin nicht jemand für hoch hinaus. Ich möchte doch nur, dass du ein Ziel hast im Leben. Du bist mein Ziel. Ach, ich wäre am liebsten tot. Ich wäre es auch längst, wenn es dich nicht gäbe. Warum kommt sie nicht hierher? Lebt mit uns in Israel? Ja, warum? Frag sie. Wir hatten so einen netten Deutschen hier. Aus München. Fast ein Jahr lang. Vor 2 Wochen ist er wieder zurückgefahren. Was wollte er hier? Es gefiel ihm. Er hat uns oft Kartenkunststücke vorgeführt. Aber sie sind ihm immer missglückt. Er war ein bisschen geschugge. Warum bleibst du nicht? Ich weiß nicht. Manchmal denke ich, warum eigentlich nicht? Wenn ich drüben bin. Wenn ich dann hier bin, wie jetzt. Ich könnte es einfach nicht. Ich könnte es nicht. Ich bin zu alt. Ja. Zu alt. Was hast du mit ihr gemacht? Sie ist nicht glücklich, das Kind. Du hast sie zu sehr verwöhnt. Du hättest sie nicht in Paris lassen dürfen. Oh, jetzt hört sich das einer an. Andere Frauen haben Kinder. Suchen sich einen interessanten Job, machen Ferien in Österreich. Meine Tochter muss die Endlösung lesen. Mach dich nur lustig über mich. Das ist es ja, worüber ich nicht hinwegkomme. Ihr alle, die ihr es mitgemacht habt. Lisa oder Lotte oder du, Mami oder Bartek. Wie ruhig ihr seid. Ich bin ein Nervenbündel. Tom versteht mich. Er weiß, was ich meine. Er ist kein Jude, nicht wahr? Man muss ja nicht unbedingt Jude sein, um zu leiden. Schrei deinen Großonkel nicht an. Man kann auch Deutscher sein. Oder Russe. Nein, nein. Was uns angetan worden ist, ist was anderes. Das kannst du nicht verstehen. Wieso ist das etwas anderes? Überlege doch mal, was die Juden Russland angetan haben. Was? Was sagt sie da? Du sagst schreckliche Dinge. Von wem hast du die? Von deinem Tom? Ach, nein, nein. Ella! Ja, ich komme. Siehst du? Das hast du jetzt angerichtet. Sie hat sich so auf dich gefreut. Du bist eine schlechte Tochter. Und es ist eine Sünde, in deinem Alter sterben zu wollen. Willst du denn nicht sterben? Nein. Gott. Warum willst du denn nicht bei uns in Israel leben? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Willst du was trinken? Ja. Es ist schwer, ein Jud zu sein. Hm? Nein, man begegnet uns überall sehr freundlich. Wir sind zum 3. Mal in der Bundesrepublik. Obwohl gestern Abend einer der Gäste dort, ein Neurologe, der hat, glaube ich, versucht, mir ein Bein zu stellen. Also der war nicht mehr nüchtern, Ernst. Das hat er doch nicht so gemeint. Naja, nein, vielleicht nicht. Ich habe ihn nicht gemocht. Von dieser Sorte gibt es hier jede Menge. Immer noch.
Wir bewegen uns hier in einem kleinen Kreis von intelligenten Menschen. Aber so wie man den verlässt, kann man die fürchterlichsten Dinge zu hören bekommen. Und das ist bei uns nicht viel anders. Sicher, aber das moralische Klima ist doch nicht zu vergleichen. Mit hier? Sicher haben Sie noch Konflikte in der DDR. Aber die Diskussion bewegt sich doch bestimmt auf einem viel höheren Niveau. Meinst du? Also, ich weiß nicht. Naja, wir reden über ganz andere Dinge. Eben, eben. Ich meine, es gibt keinen Klassenkampf mehr bei Ihnen. Und es geht nicht um haben, haben, haben. Weil die Manipulation durch kapitalistische Interessen wegfällt. Sehr interessant, was Sie sagen. Ich arbeite für ein Reisebüro. Früher war ich journalistisch tätig, aber jetzt, wie gesagt, habe ich mit Tourismus zu tun. Wie es dazu kam, das ist eine Geschichte für sich, da hatte eine gewisse Margit Voss, eine Bekannte, ihre Hände im Spiel. Naja, jedenfalls, jetzt erlebe ich, wie unsere lieben deutschen Spießbürger in Spanien und Italien einfallen, Nordafrika nicht zu vergessen. Im Augenblick ist übrigens Hawaii an der Reihe. Und das ohne jegliche historische Perspektive, ohne jegliches Sozialbewusstsein oder überhaupt Bewusstsein. Das ist ihnen alles scheißegal. Wie herrlich, reisen zu können. Die wollen nichts als in der Sonne braten und die Springerpresse lesen. Das vermissen wir vielleicht am allermeisten. Orte und Länder zu besuchen, die man nur vom Hörensagen kennt. Wie? Na ja, natürlich. Alle sollten reisen dürfen. Also sagen Sie ganz offen, finden Sie die Atmosphäre in der Bundesrepublik nicht unerträglich? Nein, wir finden sie sehr wohltuend. Was sind Sie für nette Leute? Und so nachsichtig mit uns. Rührend, wirklich. Ich glaube, es ist da einfach so, Frau Mahler, dass gewisse materialistische Tendenzen ein Charakteristikum aller hochindustrialisierten Gesellschaften sind. Warum wollen Sie nicht, dass wir reisen? Wie? Warum kann ich nicht mein Kind nehmen und mit ihm nach Italien fahren oder nach Spanien? Oder nach Frankreich. Ja, ich meine, wieso kommen diese Ignoranten dazu, mir zu sagen, wohin ich fahren darf und wohin nicht? Nicht, Renate. Nein, wohin dürfen denn die Leute fahren bei uns? Nach Bulgarien und ans Schwarze Meer. Und was ist gegen das Schwarze Meer einzuwenden? Das kann ich Ihnen gern sagen. Wir waren schon dort. Es ist auch so, Frau Mahler weiß das vielleicht nicht, dass wir in den anderen Volksdemokratien nicht sehr beliebt sind. Und welche Gründe sehen Sie dafür? Es geht uns besser. Wir sind Deutsche. Das ist ja wohl auch kein Wunder, nach allem, was wir denen angetan haben. Nach Polen fahren wir zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Früher haben wir es getan. Ja, aber das hat andere Gründe. Na ja, weil wir eine Reihe von jüdischen Freunden dort haben. Josef Hirsch, Gustav Speckhardt. Und diesen Antisemitismus in Polen wirklich unerträglich finden. Im sozialistischen Polen? Ach, sowieso, die Deutschen und die Polen. Ach ja, ja, komm. Ich werde allmählich ganz deprimiert. Aber Ela, nicht doch. Kommen Sie, trinken Sie. Was ist das für ein Wein, Franz? Ein Weißabst. Oh, köstlich. Danke. Aber das hat natürlich alles seine Gründe. Wenn man nämlich bedenkt, unter welchen Zwängen, in welcher Verlogenheit, in welchem politischen Sumpf wir hier leben. Und die paar Jungen, die dagegen aufgestanden sind, werden verfolgt, als wären sie die Verbrecher und nicht die Gesellschaft. Ich hatte meine ganze Hoffnung auf die Jugend gesetzt, aber das habe ich aufgegeben. Rudi kann ein Lied davon singen, er hat vor kurzem wieder mit Vorlesungen begonnen. Aber was soll man von einer Jugend erwarten, die Tag für Tag damit gefüttert wird? Haben Sie etwas von unseren Programmen gesehen? Oh ja, ich gestehe, die meisten Menschen in der DDR sehen das Westprogramm. Ja, das habe ich gehört. Dem müssten Sie einen Riegel vorschieben. Sie dürfen doch nicht zulassen, dass wir Ihnen die Luft mit diesem amerikanischen Schund vergiften. Wenn Sie verbieten würden, das Westprogramm zu sehen, dann gäbe es eine Revolution, glaube ich. Ja. Doch, ja. Nein. Nein, im Ernst. Wieso, was heißt im Ernst? Das ist so. Ohne Kojak und Bonanza können die Leute einfach nicht mehr leben. Also, die Russen können das vielleicht, wir nicht. Das ist auch durchaus verständlich, natürlich. Aber worauf Hela hinaus will, korrigiere mich, wenn ich mich irre. Gewisse Mängel und Unvollkommenheiten einmal beiseite gelassen. Sie würden doch nicht die Richtung, in die sich Ihre Gesellschaft entwickelt, ändern wollen. Nein. Nein. Auf keinen Fall.
Sie wünschen nicht eine Umkehrung des Prozesses, nicht der Sozialismus als solcher steht zur Debatte, nur Formen seiner Verwirklichung. Du sagst es haargenau, Liebling. Bei mir kommt immer der Punkt, wo ich vor Bäumen den Wald nicht mehr sehe. Wobei viel von dem, was noch hakt und hängt, auf den enormen westlichen Druck zurückzuführen sein dürfte. Das ist ohne Zweifel wahr, ja. Oh, es wird ja auch nichts unterlassen, Sie zu verunsichern. Dabei haben Sie, was Sie erreicht haben, ohne amerikanisches Kapital erreicht und gegen unaufhörliche Verleumdungen und Provokationen. Ich habe mich nie gern eine Deutsche genannt. Aber wenn ich an die DDR denke, bin ich wieder stolz, Deutsche zu sein. Das ist ja ein Trost. Manchmal fragt man sich nämlich, wozu man das alles mitmacht. Aber was denn, Schätzchen? Ich weiß, dir hat der Wein von Franz auch sehr gut geschmeckt. Nein, nein, nein. Ich denke genauso. Die DDR hat bewiesen, dass die sozialistische Gesellschaft funktioniert. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Wenn wir anders denken würden, dann würden wir gar nicht drüben bleiben. Ich habe eine Reihe von Angeboten gehabt. Ja, Franz hat uns erzählt, welchen Ruf Sie genießen. Es stimmt, dass uns hervorragende Einrichtungen zur Verfügung stehen, aber das ist nicht der... Nein, natürlich nicht. Honecker übrigens macht seine Sache sehr geschickt. Na, wie dem auch sei, man wird es nicht erlauben, die Landkarte Europas zu verändern, nicht? Das will ich aber auch hoffen. Bettina, Liebe, jetzt haben Sie den ganzen Abwasch bestimmt allein gemacht. Aber was denn? Ich hab doch eine Spülmaschine. Ich hätte doch helfen können. Ich hole den Monteverdi. Damit habt ihr uns eine große Freude gemacht. Wir lieben Monteverdi. Wie lange kennen Sie sich eigentlich schon? Ah, schon ewig, was ernst? Wir haben das Physikum gemeinsam. So ist es. Sind Sie damit einverstanden, dass Menschen erschossen werden, wenn sie die Grenze zu überqueren versuchen? Fragen Sie mich? Ja. Was war das? Was hat er gesagt? Wie kommst du darauf? Was soll die Frage? Wir haben gerade über die DDR gesprochen. Ihr Neffe sagt den ganzen Abend kein Wort. Und plötzlich... Brrr. Nein, antworten Sie ihm nicht. Das ist eine impertinente Frage. Und Sie? Was? Sind Sie damit einverstanden? Ich? Die Frage lässt sich nicht beantworten, also kann man sie auch so nicht stellen. Einverstanden, nicht einverstanden. Das wissen Sie auch ganz gut, nicht wahr? Natürlich weiß er es. Das war reine Provokation. Das ist nicht sehr fein. Warum fragst du, Felix? Weil ich die Antwort gern wüsste. Mein lieber junger Mann, lassen Sie mich so viel sagen. Bei gewissen Fragen muss man sich erst das Recht erwerben, sie zu stellen. Genau. Genau. Ja, die Frage ist eine Provokation. Ja, das sage ich ja. Und wir dürfen doch nicht vergessen, dass unsere Propaganda diesen armen Menschen Tag und Nacht einhämmert. Sie sollen es versuchen. Die meisten sind ja sowieso Kriminelle. Zuerst vielleicht nicht. Aber jetzt. Um was geht's? Oberflächlich betrachtet, um eine ganz harmlose Frage. Ob du einverstanden bist, dass Menschen erschossen werden, wenn sie versuchen, die DDR-Grenze nach Westdeutschland zu überqueren? Wieso? Nein. Ich bin nicht einverstanden, dass Menschen erschossen werden, die irgendeine Grenze überqueren. Das finde ich nicht schwierig zu beantworten. Das hört sich, fürchte ich, nur im ersten Moment vernünftig an. Schon deshalb, weil dabei nicht in Rechnung gestellt ist, warum Felix Dr. Baldur die Frage gestellt hat. Oh, verzeih. Ich wusste nicht, dass er dir die Frage gestellt hat. Kommt man mit solchen Ideen aus dem Kibbutz zurück heutzutage? Felix war ein Jahr in Israel. Ich finde es ja reichlich merkwürdig, dass sich ein junger Deutscher ein Jahr lang nach Israel setzt. Nein? Wieso? Weil man nicht gut daran vorbeisehen kann, zu was sich der Zionismus entwickelt hat. Also das begreife ich nicht, verzeih. Franz, mein Lieber, ich habe 30 Jahre lang daran gelitten, was wir den Juden angetan haben. Und jetzt heirate ich sogar einen, verdammt nochmal. Ich rede ja nicht von den Juden, ich rede vom Zionismus. An die Araber, die in ihr eigenes Land zurückwollen, denkt kein Mensch. Ich verstehe nicht recht, was das Ganze mit Israel zu tun hat. Verzeih mich. Ich halte den Mund, ich sage nichts mehr. Von allem anderen abgesehen, es ist eine völlig nutzlose Frage.
Es gibt zwei Deutschland, nicht eins. Das ist eine Tatsache, an der niemand und nichts was ändern kann, wie wir doch alle wissen. Ist doch gar nicht mehr akut. Oder sind Sie womöglich der Meinung, wir sollten etwas dagegen tun? Ja, der Meinung bin ich. Wie denn? Lassen Sie mich einfacher fragen. Warum? Weil man muss. Aber wenn es doch niemand will, Felix. Niemand, einfach niemand. Die Alliierten nicht, die Deutschen nicht. Merkwürdige Ideen hat Ihr Neffe, Bettina. Ist er religiös? Nicht, dass ich wüsste. Bist du religiös, Felix? Vor 2 Wochen war ich in Berlin, auch an der Mauer. Die hatte ich länger nicht mehr gesehen. Da habe ich plötzlich gemerkt, vielleicht weil ich in Jerusalem an der anderen berühmten Mauer gestanden habe, dass ich mich schäme und dass ich sie nicht hinnehmen kann. Dass ich mich schäme als Mensch und sie nicht hinnehmen kann als Christ. Ich dachte, Sie hätten gesagt, es sei nicht religiös. Ich weiß auch nicht. Genau so war es. Ich lege jetzt den Monteverdi auf. Oh ja, bitte. Aber nicht so laut, wir wollen uns unterhalten. Wie lange bleiben Sie noch in der Bundesrepublik? Wir müssen übermorgen zurück. Verzeihung, ich habe mich wohl verschluckt. Waren Sie schon in der Afghanistan-Ausstellung? Nein. Oh, die müssen Sie sehen. Unbedingt. Ja. Komischer junger Mann. Na, sehr. Erst habe ich schon gedacht, wie bitte? Ein Faschist im Haus Schumacher. Oh, Gott, nein. Er war eine Zeit lang nicht ganz in Ordnung. Das habe ich mir fast gedacht. Das hättet ihr sagen sollen. Deswegen war er doch in Israel, um auf dem Land zu arbeiten. Mit Zionismus hatte das nichts zu tun. Trotzdem, dort hat er diese verrückten Ideen aufgeschnappt. Ich weiß nicht, was ich habe. Atem an, mach die Augen zu. Schluck 7-mal. I know an old lady who swallowed a fly. Kennen Sie das? I know an old lady who swallowed a fly. I don't know why she swallowed a fly. Ich hab die Platte hier. Ach, bitte, Franz, legen Sie sie auf. Ja, bitte. I know an old lady who swallowed a fly. I don't know why. Perhaps she will die. Das ist ja wunderbar. Ich muss ja gar nicht... I know an old lady who swallowed a fly. I don't know why she swallowed a fly. Perhaps she'll die. I know an old lady who swallowed a spider that wriggled and jiggled and tickled inside her. She swallowed a spider to catch the fly, but I don't know why she swallowed the fly. Perhaps she'll die. I know an old lady who swallowed a bird. Now how absurd. Sind Sie ein Anbeter? Nein, nur ein Sehenswürdigkeitenbesucher. Woher kommen Sie? Aus Deutschland, München. Als ich mal in Frankfurt war, habe ich versucht, Schopenhauers Grab zu finden. Aber es war zu schlecht bezeichnet. Es tut mir leid. Schließlich landete ich auf dem jüdischen Friedhof. Die Engländer haben sich Immigranten gegenüber immer sehr anständig verhalten. Ja. Und wie sie es uns danken, was?
Ich habe gerade da drüben einen Freund begraben. Der war auch einer. Er war ein schlechter Geiger. Sagen Sie, stimmt das eigentlich, dass Marx ein Kind hatte mit Helene Demuth, der Haushälterin? Und ob das stimmt? Sie lebten ja auch wie die Sardinen. Doch, doch, er hat Lenchen geschändet. Und die Welt auch. Ich bin kein Fan. Man merkt es. Aber alle Übel dieser Welt kann man ihm auch nicht in die Schuhe schieben. Das nicht, aber sein Beitrag ist phänomenal. Sie lassen kein gutes Haar an ihm weh. Doch, er kannte eine Menge Shakespeare auswendig. Dass er ihn verstanden hat, könnte niemand glauben. Ja, kommen die Richter. Trotzdem hatte er in vielem recht. Das lässt sich nicht leugnen. Er hat mit Hass und nicht mit Liebe auf die Welt gesehen. Das macht fast alles zu nichts. Вот, наступил самый важный момент вашего поездки в Лондон. Здесь похоронен Карл Маркс, создатель коммунизма. Положите венок. А вы цветы. Вот видите, здесь надпись. Там написано, философы объясняют мир и жизнь. Wir stehen hier wie Hamlet und Horatio bei Ophelias Begräbnis. Ja, ja, die Tradition ist zählebig. Trotzdem überrascht es mich, dass Sie immer noch hierher pilgern. Wieso? Es scheint Sie noch nicht darum gesprochen zu haben, dass er ein Zionist war. In Deutschland betonen wir auf dem Hintergrund dessen, was geschehen ist, diesen Aspekt der Sache natürlich nicht so sehr. So keine falsche Schüchternheit, das ist der Kern der Sache. Schließlich, er war auch Zionist. Und zu ihm wird auch gepilgert. Он изменил жизнь. Kein Foto. Kein Foto. Ich wolle nicht. Verstehst? Halten Sie den Mund. Sie haben mir nichts zu sagen. Noch nichts. Nächstes Jahr, vielleicht. Bis dahin ist das hier heiliger Boden. Treten Sie vorsichtig auf, dämpfen Sie Ihre Stimme. Sie weilen unter Geistern. Und denken Sie daran, Sie sind ein Gast auf dieser Erde. Понимаю, в чем дело. Провокация какая-то. Ну что ж, я буду продолжать. Как вы знаете, Карл Маркс жил почти всю свою жизнь в Англии. Ну давайте, я думаю, пойдемте теперь домой. Nach München komme ich demnächst. Tatsächlich? Dann treffen wir uns vielleicht bald wieder. Zu einer großen Party. Na ja, wer weiß. Eben. Die Zukunft ist unvorhersehbar. Der Mensch ist frei. Was immer die Kommunisten sagen. So ist es. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit in London. Adieu. Noch haben Sie uns nicht untergekriegt. Sagen Sie das Ihren Freunden in Deutschland. Die sind so elende Pessimisten, die Boche.